Getränke Geins, Michaela Schmeidel. Guten Morgen. Ja, grüß Gott, Frau Schmeidel, ich bin's nochmal. Ich hätte ein Riesenproblem. Ich habe das Bestellen vergessen. Herr Niedermeyer, ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Mei, das tut mir jetzt leid, dass das so spontan ist. Ich glaube, das ist kein Problem, Herr Niedermeyer. Ich rede mal kurz mit meinen Jungs. Ich bin Nemet Arpad und ich bin 30 Jahre alt. Ich heiße Jonas Viktor und ich bin 38. Wir sind Kommissionierer. Wir müssen die Ware zusammenstellen für unsere Kunden. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kriegt vom Schichtführer die Aufträge und dann fährt man mit den Ameisen die Stellplätze ab und sortiert alles zusammen. Wir müssen dabei natürlich auch auf die Sauberkeit achten und auf das Mindesthaltbarkeitsdatum von den ganzen Artikeln. Das macht schon Spaß. Wir haben ganz neue, moderne Arbeitsgeräte. Hier sind die Hallen super beleuchtet und ja, so Sachen wie Arbeitsschutz sind der Firma auch wichtig. Wir kriegen auch kostenlose Getränke. Die Pausen verbringen wir dann fast immer mit Kollegen. Wir haben Kollegen aus vielen Nationen, da sind Jüngere dabei, Ältere. Das ist das beste Team, das man sich wünschen kann. Ich bin froh, dass ich hier angefangen habe. Ja, ich auch. Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier bei Getränke Geins arbeite.